Irgendwas Episches hier drin? Nein. Da sind epische Sachen. Oh, scheiße. Ich will Flächenschaden. Ich mach erstmal die kleinen Dinger kaputt. Hat er schon wieder einen Ring gedroppt? Nee, ich glaube, diesmal war das ein Edelstein. Nein, ein kleiner Zauber hat gedroppt. Wie geil. Okay. Das war eine gute Ausbeute. Kleiner Zauber. Ledierter Rubin. Oh yeah, Rubine. Leichter Heiltrank. Die schwachen Dinger brauche ich gar nicht erst wieder mitnehmen. Habe ich... Scheiße, ich habe keine Identifikationsschriftrolle. Das nervt. Wow. Geh drauf, geh drauf. Geh drauf, geh drauf. Und... Wupp. So bin ich ein bisschen schneller, das gefällt mir. Mhm. Yay, Level up. Finde ich gut, finde ich gut. Wupp, 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 finde ich gut. Rums. Und... Na, komm schon, komm schon, komm schon. Neun. Das ist episch, unepisch. So ein Dreck, ey. Malaka. Ich will nicht mehr, ich will den Ausgang finden. Ich habe den Ausgang gefunden. Götter erhören meinen Ruf. Wie episch. So, erstmal obligatorisch nach unten laufen. Und da ist auch endlich der Wegpunkt, dann kann ich auch erstmal mit der Aufnahme Schluss machen. Ich nehme heute wahrscheinlich noch mehr auf, aber... Nee, jetzt nicht mehr, weil mir geht ein bisschen der Redestoff aus. Ich muss erst so ein bisschen Müll und so fabrizieren. Und dieses Gebiet von dem Bösen reinigen. Und dann kann ich auch wieder... Nein, dann kann ich auch wieder gescheite Sachen labern. So, aha. Ja, da ist die Pforte zum Kloster. Ich habe noch eine Idee, weil ich möchte dieses Kloster zweimal machen. Mhm. Ja, ich werde es noch genauer erklären. Und auch nochmal kurz sagen, warum. Erstes Mal hier meine Sachen bleib identifizieren lassen. Samarakute, Rubine und das Ding kann nix. Und den Rest verkaufen. Guten Abend. Und bitte, bitte, kann mir noch irgendwann jemand schreiben in die Liste, was jetzt die Quest gebracht hat mit der dunklen Gräfin und so. So, der macht 6 zu Leben, den behalte ich. Der macht 44 Angriffswert und Leben wieder auffüllen. Okay. Way better als der da. 1 zu Maximalschaden. Scheiß auf Energie, ey. Maximalschaden for the win. Weg und weg. Und weg. Weg, weg. Jetzt brauche ich aber definitiv Skillung. Das wollte ich eigentlich nicht sagen. Eine Vitalität. Geschick habe ich genug. Ja. Ja, Geschick habe ich genug. Ich habe mich auch entschieden, Energie bringe ich auf 40. Die brauche ich später nicht mehr. Schön, euch zu sehen. Handeln. Ah, da wäre eine Barrikade, die ich jetzt verzaubern könnte. Dann habe ich auch... Hätte ich die Quest erledigt, aber ich lasse das einfach mal. Handschuhe. Kann ich neue, coole Handschuhe haben? Nö, die sind alle un... Da! So einen Gürtel will ich. Scheiß drauf, dass der irgendwas macht. Den will ich. Weil jetzt habe ich hier mehr Platz für Tränke. Das brauche ich definitiv ab einer gewissen Zeit. So, brauche ich noch etwas? Ich bin hier mit einem bestimmten Ziel hingegangen. Ja, mit Gürtel. Ich bin mit einem bestimmten Ziel da reingegangen. Mit, ach ja, Gürtel. So, das kriege ich ab 18. Was kriege ich denn? Kriege ich irgendwas ab so Zwischenlevel? Nee.
Ich könnte ja mal meine Werbeerform ausbauen. Lykantropie brauche ich nicht. Das macht nur Dauer und Max-Leben. Max-Leben. Aasranke später. Den ganzen Mist brauche ich im Moment nicht. Holzhammer könnte ich aber auch. Ne, ich gehe einmal auf Werbeer. Jeps. Macht mehr Schaden, macht mehr Verteidigung. So ist brav. Ab ins Kloster. So, jetzt erkläre ich einmal. Ich werde jetzt, bevor ich die Aufnahme beende, hier kurz diesen Klosterinnenraum machen. Der ist nicht allzu groß, da sind aber ein paar epische Kreaturen drin. Wo es sich doch lohnt, die zu töten. Und ich habe die Hoffnung, dass ich etwas richtig, dass ich halt jetzt was Tolles finde. Und dass, wenn ich nächstes Mal wieder das Spiel anmache, um noch von neuem beginne aufzunehmen, sind die ganzen Viecher wieder da. Und ich habe die Hoffnung, dass ich dann was Tolles bekomme. Noch irgendwas. Dass ich mehr tolles Zeug bekomme. Weil tolles Zeug kann man nie genug haben. Roms, Roms. Oh nein, hier ist bestimmt irgendeiner, der die wiederbelebt. Da! Windgeifer. Ist klar. Yay, sie ist ein Level abgestiegen, endlich mal. Verrecke, verrecke. Verrecke, sagte ich. Ich treffe nicht, Manu. Da. Als wenn ich dich jetzt noch was wiederbeleben lassen würde, ey. Hä? Wo kommen die alle her? Kacke. Also hier könnte definitiv noch was sein. Nee. Keine Truhe, kein anderen Mist. Da. Zop. Schlüssel. Ja, kann nicht schaden. Okay, und das ist die epischste Kreatur in diesem Raum. Die werde ich erst ganz zum Schluss besiegen. Weil die einfach nur nervt, wenn andere Sachen auch noch gleichzeitig auf mich raufhauen. Oh, scheiße, sie verfolgt mich. Okay. Nein, es ist ein natürliches, es ist eine Eiskreatur. Und auch noch magieresistent. Klar. Energie, magieresistent. Oh. Das ist ja so ein unfaires Viech. Hier ist nichts mehr. Hier geht es letztendlich weiter bis in die tiefsten Katakomben, wo mich nachher das ultimative Böse von Akt 1 erwartet. Was jetzt auch meine Quest beinhaltet. Ich soll halt Andariel töten und die befindet sich da unten. Wer Andariel ist, sag ich nicht. Werdet ihr sehen, wenn ich soweit bin. Mhm. Da habe ich gerade W gedrückt. Das ist ein bisschen Fail. Ah. Uah. So, Dille. Da brauche ich nichts mehr. Da brauche ich auch nichts mehr. Da. Hey, kommt her. Ja. Komm, lass dich töten. Topaz. Also ich finde, alles in allem habe ich bis jetzt doch ganz nette Sachen hier gefunden. Und das ist halt mein Plan, wenn ich jetzt gleich den Part beende oder die Aufnahmesession beende und dann das nächste Mal wieder aufnehme, mache ich die ganzen Viecher normal kaputt. Und krieg dann vielleicht andere, noch schönere Sachen, weil... Kann nicht schaden, schöne Sachen zu haben. So, ich habe hier auch, glaube ich, alles eingesammelt, was irgendwie von Relevanz ist. Und jetzt habe ich, glaube ich, nicht so dolle Sachen gefunden. Glaube ich jedenfalls. Warte. Wups, Topaz. Habe ich schon sehr viel, das ist gut. Je mehr Topaze, desto happier ist der Stampus. Happier vor allen Dingen. Desto mehr happy ist der Shampoos. Und jetzt verkaufe ich noch meinen ganzen Dreck. Zombie-Cop, der bringt überhaupt nichts, gar nichts. Bringt nicht mal Geld. So ein Scheiß. Mhm. Leben wieder auffüllen, 3. Nö, leck mich. Echt erstmal, leck mich. Geld einzahlen.
Map aus, in eine coole Pose stellen und einfach nochmal dreimal aneinander, weil man es kann, eine Aasranke und einen Eichenbaumweisen beschwören und noch einmal aneinander, bis das Mana leer ist. Und hiermit verabschiede ich sich der Stabus vom Let's Race Diablo 2 Lord of Destruction. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö, tschö, tschö.